Ich finde, wenn man im Alter so dick, so unförmig ist, dann nachher ist man nicht beweglich. Man geht weniger laufen, man tut sich auch wenig frusten, bewegen. Und man ist faul, ist flatschig. Und wenn man Kleider geht, kaufen, kommt man Kleider im Grösse 48 oder so. Warum? Ich habe noch viele schöne Kleider von früher, die ich noch anlegen kann. Und dann habe ich einfach gefunden, einmal muss ich es machen. Ich habe schon ein paar Mal probiert. Ich habe viele Diäten ausprobiert. Ich sage jetzt nicht welche. Aber ich habe einfach Erfolg gehabt, mit anderen eigentlich. Aber die Dauer hat es nicht angehalten. Und ich bin wieder ins normal andere Essen gekommen. Ja. Gell? Ja, ja. Und ich... Mir ist einfach der Bauch langsam zugenommen. Dort habe ich es eigentlich gemerkt, oder? Ja, meistens gemerkt hat man es eigentlich an den Kleidern. Ja. Das war das Erste. Und Komplimente, die man von den Leuten schon hatte. Ich bin zum Beispiel das letzte Mal, als ich die Hefte rausnehmen musste, am Rücken, hat mir Frau Doktor da vorne ein Kompliment gemacht. Sie hat das schon gesehen. Ja, Herr Weiss, Sie haben aber schön abgenommen. Sie sehen da gut aus. Und das spornt einem natürlich an. Man denkt, ja, die anderen sehen es auch, dass man abgenommen hat. Und ich fühle mich wirklich besser, auch im Laufen. Ich denke, man läuft nicht mehr so wie eine Ente, sondern so ein bisschen viel. Ein bisschen lockerer. Lockerer, ja. Wenn ich meinen Kleiderschrank anschaue oder hineinschaue, finde ich das so schön. Es hat nur Kleider drin, die mir gehen. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar Zentimeter abnehmen kann an diesen Sachen. Da habe ich jetzt mein Stutzbrot, das ich beile. Und dann tue ich hier auf das Brot eigentlich nur ein bisschen Butter. Also ich nehme jetzt auch mein Stützbrötchen. Mhm. Das ist sehr kalorienarm, eigentlich. Mhm. Und man muss es gut catchen. Lang catchen. Man kann lang catchen. Ja. Die Unterzeuge sind im Aroma gut. Manchmal können wir sagen, am Morgen. Wir müssen gar nichts zum Morgen nehmen. Ja. Oder vielfach nehmen wir auch am Mittag nur ein Müsli. Nichts sonst. Ja, am Mittag nehmen wir etwa nur Kurkuma-Milch. Ja, das ist noch auch. Das nehmen wir etwa die. Ja. Und dann nehmen wir etwa ein Mandarinchen dazu, gell? Ja. Das ist etwa das, was man am Mittag nimmt. Und am Abend tun wir am 4 Uhr einfach essen. 4, 5, ja. Ich tue jetzt weniger Kohlenhydrate am Abend nehmen. Mhm. Ich brauche manchmal etwas Deftigeres. Ja. So, ich habe kein Hungergefühl. Das ist mir eigentlich verloren gegangen mit dem Essen. Und auch die Lust. Und wenn ich zum Beispiel am Abend mal ein bisschen Reste habe für meinen Mann, oder, vom Vortag, dann tut er die alles essen und ich mache mir einen Shake und tue einen Apfel dazu essen, dass ich etwas zu beißen habe. Und das ist mir eigentlich sehr wichtig. Aber ich habe ihn auch schon probiert und er ist sicher gut zu nehmen. Ich vermute, wenn ich einmal wirklich sehe, ich muss dranbleiben, oder? Also ich werde auch umstellen drauf. Ich bin riesen froh, dass er mitmacht. Ich muss also einfach sagen. Und der hat jemand, darf ich das auch noch sagen, der Herr Dr. Stutz, als ich dann mit ihm Verbindung hatte, hat er mir mal angerufen, wie es geht und so. Und das ist natürlich eine tolle Hilfe. Ich mache Werbung. Ja, wir machen Werbung. Ja, ja. Und wir würden nicht Werbung machen, wenn es nicht gut wäre.